damit können wir quasi die Zeit verlangsamen. Das scheint halt nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stasemodul, das du gerade aufgerufen hast. Ja, da werde ich jetzt ins Dorf gekommen. So, hier, dann da. Schnell durch. Ah. Das Stasi funktioniert auch scheint sehr gut zu funktionieren, wollte ich sagen. Wir haben ein Stasi-Pack. Damit können wir dann unseren Vorrat wieder auffüllen. So. Da müssen wir lang. Was gibt's hier? Was? Oh Gott. Munition. Das wollte ich nicht machen. Ich dachte, jetzt kommt was, um uns zu holen. Was ein Glück. So, hier müssen wir lang. Das hier. Dein Stasi-Modul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Ja, das scheint eine Art Wartungsraum für die Kaputte Monorail zu sein. Die sieht aber auch schon ziemlich gedamaged aus. So. Eine Qualle aktiviert. Wunderbar. Befestigt. Die Geräusche hören sich auf jeden Fall nicht gut an. Was gibt's hier? Ein Knoten. Das scheint etwas Wichtiges zu sein. Gucken wir uns auf jeden Fall an. So, da müssen wir noch den anderen aktivieren. Bevor wir. Ja, bevor wir hier den Weg frei machen können. Wir haben hier Medipacks. Dann gibt es Credits. Mehr Ready Projects. Komm schon. Dann hören wir uns einfach mal das Audio-Log gerade an. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasi-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. So, das heißt, dieser Verladerarm hier scheint kaputt zu sein. Gucken wir uns das mal an, was da gerade meint. Funktioniert doch. Ah. Okay. Das heißt, der geht nach einer kurzen Zeit einfach wieder ab. Das heißt, wir aktivieren den. Versetzen den in Stase. Aktivieren dann schnell da oben die Hauptkonsole. Wir müssen uns nur beeilen. Ja? Ah, dann war das schon. Dann haben wir jetzt schon zu langsam. Raus. Aktivieren einfach die Distanz vorher. Jetzt müsste es aber reichen, sobald der zugreift, dürfen wir es aktivieren können. Jawohl. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Schnapp dir mal den Waggon und setz da mal. Isaac, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Was rumkriechen? Ja, vielen Dank auch. Wow. Wir lassen keinen Necromorph an uns ran. Boah, das ist eine Geräuschkulisse. Waggonersetzung abgeschlossen. Ah, was ist das?
soll das denn? Wisst ihr was? Einfach mal nur, weil wir es noch nicht gemacht haben, speichern wir jetzt mal. Wunderbar, Slot 1 gespeichert. Da steht zwar Xbox 360, aber ich bin auf der Xbox One, weil Dead Space 1 gibt es auf der Xbox One nicht und deswegen ist es quasi die abwärtskompatible Version. Des Dead Space 1. So, jetzt haben wir uns auf unseren Waggon repariert und werden gleich begrüßt. Ja, das ist die Theorie. Was ist das? Richtig widerlich. Weil hier so ein Fuß, dann diese komischen Monster-Zähne, die da aus dem Kopf rausgekommen sind, sehen aus wie so, so kleine Ärmchen von einer Art Heuschrecke oder was? Heuschrecke, sag ich. Gottesanbeterin. Das ist schon sehr nicht schön, muss ich sagen. Jetzt unser Inventar ist voll. Schau mal her. Ach Gott, alles voller Medipacks. Da haben wir auch rechts die Daten. Anzug Level 1, 70 Sekunden Luft. Wahrscheinlich unsere Atemreserve. Panzerung 0% natürlich. Ein Knoten. Wie immer wir den benutzen. 7800 Credits. Ja, das werfen wir weg. Ich werfe mal hier so ein normales Medipack weg, weil. Doppeltes ist dann doch besser als ein einfaches. Und zur Not kann ich ja noch mehr kleine Medipacks wegschmeißen, wenn wir jetzt was super Wichtiges finden. Ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Ja, das ist toll. Die sollte da drin sein. Ich habe gerade geguckt, wir haben noch insgesamt 14 Schuss. Es könnte. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Glaube ich hier richtig? Wunderbar. Es könnte knapp werden, aber wir versuchen einfach ein bisschen munitionssparend zu schießen. Indem wir einfach treffen. Das ist die einfachste Form. Was gibt's hier? Noch ein Audiolog. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Ja, danke, dass sie mir gerade dazwischen geredet hat. Hier haben wir die Mission, die Datenbank. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr nachgucken, oder was? Das hier sind nur die... Ne, das sind nur die Videosequenzen. Tja, vielen Dank auch. Kendra heißt sie? Habe ich das richtig in Erinnerung? Also vielen Dank auch, Kendra. Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Ja, das ist toll. Na, danke. Vielen Dank auch. So, wir müssen uns einfach mal wieder treffen. Bin ich jetzt noch nicht dort? Immer noch nicht. Oh. Da war ich. Also eben muss ich sagen, habe ich mich echt erschreckt. Das ist wahrscheinlich nicht. Wir haben nur noch... Oh Gott. Das ist nicht so gut. Nur noch 6 Schüsse. So, jetzt haben wir 12. Ist auch nicht sonderlich viel mehr. Aber doch immerhin doppelte Menge. Ja, sehe ich doch von hier. Ich hab jetzt...
ehrlich. Oh, super. Ich habe jetzt ganz ehrlich gedacht, dass der von der Explosion stirbt. Wir haben keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Versuchen wir einfach so. War so ein Glück. Was ist von dem her? Von dem wollen wir auch was haben. Der hat nichts für uns, oder? Gar nichts. Wirklich. Na, ja, ganz toll. Dann haben wir immer nur noch 6 Schuss. Aber da vorne liegt Munition. Wie viel? Es scheint die Munition in 6er Schritten zu kommen. Das stimmt so nicht. Der ist auch hinüber. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Hier, da nichts. Hier natürlich 6. Immer 6. Das scheint die verfluchte Zahl zu sein. So, wir gehen auch nicht in den Aufzug. Denn da hinten habe ich eine Kiste und einen Schrank gesehen. Hoffentlich natürlich nicht. Munition? Nein, auch nicht. So, wir haben wieder keinen Platz mehr. Aber diesmal können wir das Stase-Pack benutzen. Haben sowieso keine Stase mehr. Und so wie es aussieht mit unserer Munition, können wir das doch gebrauchen. Schauen wir mal, was da oben auf uns wartet. Es geht doch hoch, hoffe ich. Ja. Keine Aufzugmusik. Das ist doch. Das gibt's doch nicht. Hier überall Minipacks, aber keine Munition. Was soll das denn? Jetzt haben wir für die. Nee. Was ist das? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir schmeißen jetzt hier mal 2 Medipacks weg. Und sammeln die Munition dafür ein, weil wir haben so viele Medipacks und das brauchen wir nicht. Das sieht sehr verdächtig aus. Ich will es einfach mal so. Ja, natürlich ist der mehr. So, jetzt haben wir 10 und 2. Ich muss immer nach meiner Position gucken, weil hier auf dem schweren Modus ist es doch ein bisschen wichtiger als im normalen Bereich. Mensch, die halten aber auch hier viel aus. Solange wir immer Munition schön kriegen, ist alles okay. Ein Textlog. Ich werde es nicht komplett vorlesen. Ich werde warten, bis es beendet ist. Dann kann jeder, der es sich unbedingt durchlesen will, einfach Pause machen. Navigieren. Ich scroll einfach ein Stück durch. Wer es lesen will, macht Pause, liest es durch. Und wir machen weiter. Mit hoffentlich mehr Munition. Weil das ist nicht schon bedürftig, was wir haben. So. Treffen sollte man auch. Passt das? Oh, scheint so. Ist echt knapp dran. 10 und 3. Ich muss hier echt sehr stark. Also auf die Heilung hatte ich bis jetzt noch kein Problem. Ich muss hier aber sehr stark auf die Munition achten. Das könnte schon echt eng werden. Nein. Verdammt. Das muss doch echt nicht sein jetzt. Jetzt können wir auch hier hinten lang gehen. Hier scheinen wir richtig zu sein. Was gibt's hier alles? Das ist die Platine also. Kommen wir hier rein? Ah, das war der Schlüssel des Lager.
Irgendwas ist ja auf jeden Fall vorgefallen. Ich möchte vielleicht gar nicht wissen, was. Ich nehme direkt mal ein Medipack. Ich habe mir wieder so einen Energieknoten. Können wir den auch benutzen. Und Platine. Das ist gut, sag ich mal. Da können wir unsere Waffen upgraden, natürlich. Ah, an solchen Bergwerken geht es also. Ah, okay. Also ich muss ja sagen, ich werde auf jeden Fall erstmal den Plasma-Cutter upgraden. So funktioniert das denn. Hier bei dem Pfeil fange ich an. Ich muss, bevor ich einskillen kann, muss ich wohl den Knoten davor aktiviert haben. Einfach nur, weil wir sowieso alle aktivieren wollen. Geplant ist es zumindest. Die aktivieren wir mal einmal Schaden und einmal Kapazität. Damit wir ein bisschen besser wegkommen mit der Munition und die ein bisschen effizienter nutzen können. Jetzt haben wir hier 12 und da gar nichts. Das wäre klar. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Dann ist das Monorail-System wieder online. Ich hatte es gerade gehört, dass dann auch einer kam. Lass mich nicht lieber so kalt erwischen wie letztes Mal. Aber das macht schon keinen Spaß. So, da hinten müssen wir hoch. Was gibt's hier? Was hat der da in der Hand? Irgendetwas habe ich gerade gehört. Ich hoffe nicht zu uns. Das wäre nicht nett. Sagen, er hat doch vorher nicht gelegen. Ich muss nicht irre, hat da ein anderer gelegen sogar. Müssen die überhaupt lang? Oben geht's. So, diese Lastenaufzüge scheinen wie eine Art Ladescreen zu sein. Kein typischer Ladescreen, damit man die einfach mit einer Animation überbrücken kann. Eine ganz nette Sache eigentlich. Nee, Mann. So läuft das nicht. Heute nicht. Dann müssen wir jetzt zurück zum Monorail-Kontrollraum. Und dort einfach mal... Sind wir ja schon. Einfach mal die Platine einsetzen. Gucken, was passiert. Computer der Monorail-Steuerung online. Na, ne? Können wir hier rüber gehen und das endlich aktivieren. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Oh oh. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Die scheinen sich ja nicht so sehr zu mögen, muss ich sagen.